Servus aus Düsseldorf. Mein Name ist Jörg Müller von M-Foto W-Fotografie und heute zeige ich euch drei Tipps für bessere Architekturaufnahmen. Viel Spaß! Was ich immer wieder feststelle, ist, dass man im Prinzip eigentlich nie genug Licht im Innenraum haben kann. Bei außen sieht es ein bisschen anders aus. Zu viel Licht ist auch nicht optimal. Dann bieten sich nicht wirklich viele Schatten und dann wird das Bild halt eben nicht in der Tiefe, sondern wirkt halt eben sehr flach. Gerade in Treppenhäusern, wo es von beiden Seiten möglich ist, dass die Sonne reinscheinen kann, ist es extrem von Vorteil, wenn man das bei gutem Wetter macht. Das ist zumindest meine Erfahrung. Selbstverständlich ist es zur goldenen Stunde oder zur blauen Stunde oder auch abends oder wie auch immer auch sehr interessant, diese Fotos zu machen. Aber ich glaube einfach, dass man durch die Helligkeit im Bild auch dem Betrachter eine sehr positive Information darüber geben kann, wie es denn dann in dem Haus oder in der Wohnung aussehen könnte, wenn schon das Treppenhaus sehr freundlich und sehr hell gestaltet ist und dargestellt wird. Tipp Nummer 2 ist die Perspektive. Die Perspektive ist immer so ein Thema. Man kann das sehr spektakulär machen mit steilen Perspektiven, dass es sehr viele stürzende Linien gibt. Genauso gut ist es aber auch möglich, die Aufnahmen so zu machen, dass man die Kamera möglichst gerade ausrichtet, horizontal wie auch vertikal, damit man eben diese stürzenden Linien verhindert oder zumindest in einem gewissen Maß verringert, die man später in der Nachbearbeitung auch noch ein Stück weit herausarbeiten kann. Aber ich denke immer, dass man Bilder von vornherein schon korrekt fotografieren sollte, sodass man im Nachgang, in der Nachbearbeitung nicht mehr allzu viel zu tun haben muss, gerade was die Perspektive angeht. Tipp Nummer 3 ist eigentlich kein richtiger Tipp, ist eher Geschmackssache. Ich mag es eben, wenn die Bilder sehr freundlich, sehr hell sind. Natürlich sind Schatten auch immer so eine wichtige Sache, gerade für die Tiefe, wie ich eben schon gesagt habe, damit das Gebäude oder der Raum plastisch wirkt, damit man sich die Tiefe vorstellen kann. Was sehr wichtig ist, wenn man solche Aufnahmen macht, ist, dass man nicht einfach einen leeren Raum fotografiert, sondern dass man Möbel hat, an denen man sich orientieren kann, wie groß der Raum ist. Beispielsweise, wenn man ein Auto irgendwo fotografiert von einer weißen Wand, weiß man eigentlich nicht wirklich, wenn man das Modell nicht konkret kennt, wie groß das Auto ist. Aber sobald man eine Person daneben stellt, hat man schon zumindest mal so ein Gefühl, wie groß das Auto sein könnte. Und genauso ist es bei Immobilien oder bei Wohnungen oder bei Gastronomie auch. Wenn da Tische stehen, Stühle stehen, Teller stehen, dann hat man immer so eine unbewusste Referenz und man weiß eigentlich, wie groß diese Objekte sind und kann sich den Raum oder das Restaurant oder die Größe sehr viel besser vorstellen. Was habt ihr für Tipps? Wie kann man professionelle, tolle Architektur- und Immobilienaufnahmen erstellen? Auch mit kleinem Budget, mit kleiner Ausrüstung. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Folgt mir gerne auch auf Instagram unter mfotow-architektur. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann, euer Jörg von M-Foto W-Fotografie. Ciao.